Also der Tee, optimal für Raucher, Ex-Raucher, für Menschen mit Asthma, bei akuter Bronchitis, bei chronischer Bronchitis, bei Lungenerkrankungen, bei Erkältung ist dieser Tee wirklich, wirklich optimal. Und wir kombinieren, wie eben schon gesagt, eine Saponindroge, wie hier im Süßholz, ist ein eigenes Video wert. Ist der absolute Endgegner von den Saponindrogen. Warum sollst du nicht von ätherischen Ölen profitieren, die antiviral, entzündungshemmend, antibakteriell, antimikotisch, also pilztötend wirken? Der absolute Hammer. So, genauso wie Saponine die Schleimhäute schützen. Warum sollst du nicht deine Schleimhäute schützen? Gerbstoffe, Bitterstoffe, das sind alles Stoffgruppen, die super potent sind, die du über Tees konsumieren kannst, jeden Tag. Und was wir auch sollten, das sind die Stoffe, die teilweise unserer Kultur, unserer Supermarkternährung absolut abhanden gekommen sind. Wir sollten diese Stoffe konsumieren. Und die beste Möglichkeit, die chilligste Möglichkeit, ist für mich der Tee. Mahlzeit zusammen, ich bin Timo, ich bin Ernährungsberater und studiere Pflanzenheilkunde. Und mit diesem Video startet eine ganz besondere und lang angekündigte Videoreihe. Und zwar die Tee-Reihe. Wir haben den Frühling, Sommer bis in den Herbst hinein, bis heute sozusagen, zusammen gesammelt und getrocknet. Wir hatten Spaß dabei. Aber nun ist es an der Zeit, die Lorbeeren zu ernten und zu profitieren von den getrockneten Kräutern, von den Drogen, indem wir uns mit der häufigsten und beliebtesten Art der Anwendung beschäftigen, der Teezubereitung. Ganz genau. Und das, also die Teezubereitung, das ist eine Kunst für sich, was dir vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Minuten auffallen wird. Ich werde euch in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer mal wieder zwischendurch Teerezepte vorstellen, die auf bestimmte Erkrankungen abgestimmt sind. Und wir starten mit einem Tee für das Atmungsorgan, für Lunge, für Bronchien, für die Schleimhäute von Lunge und Bronchien. Damit starten wir. Und zwar der Tee, den ich euch jetzt vorstelle, regeneriert das Atmungsorgan, wirkt zudem natürlich ganz, ganz wichtig für einen Tee, der das Atmungsorgan unterstützen soll, regenerieren soll, wirkt schleimlösend, auswurffördernd, entzündungshemmend, antibakteriell und antiviral. Absolut abgefahren. Wir kombinieren in dem folgenden Tee, den wir gleich zusammen zubereiten werden, wir kombinieren zwei Stoffgruppen miteinander, die synergistisch wirken, also synergistisch miteinander wirken, die unterschiedliche Wirkmechanismen verfolgen und für die gleiche Sache stehen. Und das ist in diesem Fall optimal. Und als erstes zeige ich euch jetzt mal, um welche Kräuter es geht und ja, gebe euch noch ein paar Informationen dazu an die Hand. Augenblick. Also der Tee, optimal für Raucher, Ex-Raucher, für Menschen mit Asthma, bei akuter Bronchitis, bei chronischer Bronchitis, bei Lungenerkrankungen, bei Erkältung ist dieser Tee wirklich, wirklich optimal. Und wir kombinieren, wie eben schon gesagt, eine Saponindroge, wie hier im Süßholz, ist ein eigenes Video wert. Das ist der absolute Endgegner von den Saponindrogen. Sollte man immer im Haus haben, wenn ihr euch was bestellen möchtet, dann unbedingt Süßholz. Sehr, 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 sehr toll, mache ich definitiv ein Video zu. So, und dann haben wir hier den Thymian. Ihr könnt auch andere Saponin- oder ätherische Öldrogen nehmen. Das ist die ätherische Öldroge, ist der Thymian. Der ist auch mega, mega wertvoll. Und alleine beim Thymian kommt es schon darauf an, dass die Inhaltsstoffe des Thymians synergistisch miteinander wirken, natürlich wie bei jedem Kraut, aber es ist wichtig, dass du dir nicht eine Tinktur vom Thymian machst und denkst, du profitierst optimal. Im besten Fall machst du einen Wasserauszug, also einen Tee, und noch einen fettlöslichen Auszug in Form einer Tinktur zum Beispiel. So, das wäre perfekt, aber ein Tee eignet sich schon wunderbar. So, und ihr könnt anstatt Süßholz, habe ich auch noch mitgebracht, ich habe jetzt nicht alle meine Kräuter mit in den Wald gebracht, das wäre ein bisschen viel gewesen, ihr könnt auch die Primel zum Beispiel nutzen. Auch Saponindroge. So, genau. Und anstatt Thymian könnt ihr zum Beispiel auch Salbei benutzen. Anis oder Fenchel eignen sich ebenfalls sehr, sehr gut. So, und diese beiden Kräuter miteinander kombiniert sind perfekt abgestimmt auf die eben erwähnten Krankheiten. Also ein guter Tee besteht aus einem Hauptwirkstoff, einem Hilfsstoff und einem Geschmacksverbesserer. Und wir brauchen hier nur zwei Zutaten, weil in dem Süßholz steckt der Geschmacksverbesserer schon drin. Jetzt kommen wir zum Wirkmechanismus. Und zwar folgendes, Freunde. Wir haben die Saponine. Diese Saponine reizen die Magenschleimhaut und den Nervus vagus, der zum vegetativen Nervensystem gehört. Diesen reizen Saponine und fördern so reflektorisch die Sekretion der Schleimhäute anderer Organe.
Zum Beispiel die Schleimhaut der Bronchien, des Atmungsorgans. Das, was wir in diesem Fall wollen. Zudem stimulieren Saponine die Flimmerbewegung in den Bronchien. Das heißt, Schleim wird produziert und gelöst. Und dann kommen, da ist der Wirkmechanismus, das ist der Wirkmechanismus der beiden Kollegen hier, dann kommt der Thymian zum Einsatz und verflüssigt diesen gelösten Schleim. Und so kann der Schleim von den Gebrüdern Top und Mop perfekt gelöst und abtransportiert werden. Das ist die synergistische Wirkung dieser beiden Experten hier. Mutter Natur. Und ich bin, also ich kann mich kaum halten vor Freude. So, ganz, ganz ehrlich, diese beiden Ätherisch-Öldroge, du kannst auch eine andere Ätherisch-Öldroge nehmen, gar kein Problem, du kannst auch Salbei benutzen, wirklich kein Problem, aber ich habe den Thymian schätzen und lieben gelernt und genauso Süßholz. Diese Kombi, da habe ich schon Feedbacks bekommen bei Menschen, die rauchen, da habe ich den Tee mal angeboten und gesagt, trink mal über 2-3 Wochen und guck mal, was sich da löst, guck mal, ob du besser abatmen, abhusten, ob sich der Schleim besser löst, ob du besser Luft kriegst, ob du besser schläfst, besser funktionierst und ja, na klar, auf jeden Fall. Sochen! Wasser kocht, Freunde. Ich habe mir meinen Gasbrenner und eine Tasse mitgebracht und jetzt werden wir den von mir vorgestellten Tee zusammen genießen. Ich nehme mal kurz die Tasse runter, den Gasbrenner aus, Strom sparen, du weißt. So, jetzt lassen wir die Tasse ein wenig abkühlen. Also das mache ich immer. Ich nutze nie kochendes Wasser. Ich überbrühe nie den Tee mit kochendem Wasser. Und wenn ich mit einem Wasserkocher Tee zubereite, dann fülle ich erst das Wasser ins Glas oder in die Tasse und füge dann die Kräuter hinzu, weil das Wasser so noch ein paar Grad runterkommt in der Tasse, in der kalten Tasse, in einem kalten Glas. Genau, so mache ich das. Momentchen. Anschließend füge ich überraschenderweise die Kräuter hinzu und das mache ich immer wirklich immer so. Also ich greife einfach, ich nehme nicht mal einen Löffel, sondern ich greife mir die Kräuter aus dem Glas. Und führe sie dem heißen Wasser hinzu. So mache ich das. Und so dosiere ich auch meinen Tee. Also, verkehrt. So dosiere ich die Zutaten in meinem Tee. Genau. Und so mache ich das jeden Morgen. Genau. Diesen Tee, wenn ätherische Öldrogen, eigentlich immer abdecken. Immer abdecken. Ätherische Öle sind leicht flüchtig, oxidieren mit der Luft. Und deswegen immer Deckel drauf und 10 Minuten ziehen lassen. So sieht's aus. Ganz kurz. Und zwar, die Chinesen, die trinken, jetzt komme ich zu dem Thema Vorbeugung, du solltest Tee unterschiedlich kuren, einfach vorbeugend konsumieren. Ich trinke das ganze Jahr, Sommer, Winter, Herbst, Frühling, habe ich irgendeine Jahreszeit vergessen, trinke ich Tee. Und zwar täglich, jeden Morgen. Im Moment beim Lernen. Selbst wenn ich draußen unterwegs bin, mache ich mir Wasser heiß, pflück mir irgendwo was, ein bisschen Fichte, Kiefernadeln und mach mir Tee. So ein, weiß ich nicht, finde es total angenehm, morgens Tee zu trinken, generell Tee zu trinken. Mittlerweile trinke ich abends auch noch Tee. Hallo, ich bin Timo. Meine Hobbys sind Tee trinken. So, ich trinke halt gerne Tee, ganz genau. So, und die Chinesen, die trinken Tee ebenfalls vorbeugend. Und gießen, also die nehmen zum Beispiel zur Arbeit eine Kanne Tee mit und brühen diesen auf mit den Kräutern, die gerade gefragt sind, worauf sie Lust haben, so wie wir das auch machen, und brühen den Tee dann mindestens noch ein zweites Mal auf mit denselben Kräutern, weil die sind nicht komplett ausgezogen nach einmal aufbrühen. Du kannst die Kräuter noch ein zweites Mal benutzen, gar keine Frage. Verrückte Zeiten. So, und wie gesagt, die Chinesen trinken Tee ebenfalls vorbeugend. Genauso wie die Wikinger vorbeugend Kräuter konsumiert haben. Wir trinken Tee, jetzt komme ich endlich auf den Punkt, wir trinken Tee immer dann erst, wenn es akut ist. Bist du krank? Fencheltee, kenne ich noch aus meiner Kindheit. Aber vorbeugend Tee zu konsumieren, ist in vielen Kulturen gang und gäbe. Und das spricht meiner Meinung nach für absolute Gesundheit. Warum sollst du nicht von ätherischen Ölen profitieren, die antiviral, entzündungshemmend, antibakteriell, antimikrotisch, also pilztötend wirken?
Der absolute Hammer. So. Genauso wie Saponine, die Schleimhäute schützen. Warum sollst du nicht deine Schleimhäute schützen? Gerbstoffe, Bitterstoffe, das sind alles Stoffgruppen, die super potent sind, die du über Tees konsumieren kannst, jeden Tag. Und was wir auch sollten, das sind die Stoffe, die teilweise unserer Kultur, unserer Supermarkternährung absolut abhanden gekommen sind. Wir sollten diese Stoffe konsumieren. Und die beste Möglichkeit, die chilligste Möglichkeit, ist für mich der Tee. So, da bin ich wieder mit unserem Tee. Also, ich rieche ihn bis hierhin. Der Thymian in Verbindung mit Süßholz, das bringt dich ganz nach vorne, wirklich jetzt. Und wenn ich dann zu Hause, lege ich auf meine Teetasse, oder ich benutze auch ganz oft einfach nur so ein Glas hier, keine Ahnung, waren bestimmt mal Bockwürstchen drin. Nein, Grünkohl oder keine Ahnung. Ich sammle auch immer aus der Nachbarschaft die ganzen Gläser. So, und wenn du den Tee, dann wenn du den Deckel abnimmst oder deine Untertasse, die auf deiner Tasse liegt, abnimmst, dann immer das, was sich an Kondenswasser, an ätherischen Ölen, an Inhaltsstoffen, die flüchtig sind, einfach in die Tasse tropfen lassen. Und zudem noch ablecken. Genau. Wirkstoffe. Und zwar volle Möhre. So, jetzt gieße ich den Tee ab. Ich habe nichts zum Abgießen. Hab was gefunden. Und zwar, wichtig bei der Teezubereitung ist immer, einen gestreiften Socken dabei zu haben. So, ist frisch. Keine Panik. Fängt an zu regnen. Panik. So, dann nehmen wir diesen gestreiften Socken und das von mir mitgebrachte Glas und sein ab. So. Ein Wunderbärchen. Und da haben wir einen Bronchien-, Lungen-, Raucher-, Ex-Raucher-Tee 2.0. Sehr, sehr schmackhaft. Wahnsinn, wirklich. Lecker. Wirklich richtig, richtig lecker. Das Süßholz hinterlässt so einen Film. Das Glycericin da drin. Glycericin kennt man aus der Lakritzherstellung, ist 50 mal süßer als Haushaltszucker. Bedeutet, dieses Süßholz als Geschmacksverbesserer, wenn du zum Beispiel Bitterstoffe konsumierst, absolut abgefahren, geben dem ganzen Tee wirklich eine sehr, sehr gute Note. Lecker. Ich werde jetzt vermehrt auf Reise gehen und im Frühjahr werde ich auf eine Reise gehen, die erstmal nicht endet. Genau. Und dann melde ich mich aus unterschiedlichsten Orten, unterschiedlichsten Ländern und werde da von Wildkräutern und Gesundheit berichten. Das war's mit dem Video. Ist viel, viel länger geworden, als ich gedacht hatte und geplant habe. Vergesst, wie gesagt, meinen Lohn nicht. Und wenn du jemanden kennst, der vermehrt Lungen, Bronchienprobleme hat, wenn du einen Raucher oder Ex-Raucher kennst, zur Unterstützung, der Ex-Raucher, Raucher, Bronchien, Lungen, Tee. Genau. Weiterempfehlen. Das war's. Habe die Ehre.